Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. Dieses Selfie wird Daniela Katzenberger nie vergessen. Dani Büchners Tochter Joelina Carabas hat einen neuen Job. Iris Klein wehrt sich gegen Oliver Pocher. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 25. Mai 2022. Daniela Katzenberger erinnert sich an erste negative Erfahrung in der Öffentlichkeit. Daniela Katzenberger hat in ihrer langen Zeit im Rampenlicht schon so einige skurrile Situationen mit Fans erlebt. Ihre erste negative Erfahrung wird ihr jedoch vermutlich für immer in Erinnerung bleiben. Punkt. Sie wurde nach einem Selfie gefragt, als sie gerade auf dem Gynäkologenstuhl saß. In dem Moment kam die Arzthelferin rein und hat mich gefragt, ob wir ein Selfie machen können, erinnert sich die 35-Jährige im Gespräch mit Ehemann Lukas Cordalis, 54, in ihrem gemeinsamen Podcast Katze Cordalis an die unglaubliche Situation. Doch natürlich hatte der Reality-TV-Star auch damals schon eine schlagfertige Antwort parat, und dann habe ich sie gefragt, mit vier Lippen oder mit zwei? Die Arzthelferin schien sich davon allerdings nicht wirklich beirren zu lassen, lachte und antwortete. Ja, ich warte, bis du fertig bist. Das sei ihre erste negative Erfahrung ever in der Öffentlichkeit gewesen, so Daniela, doch es seien noch ganz viele andere Sachen passiert. Aber das war so, wo ich gedacht hab, okay, auf dem Untersuchungsstuhl beim Gynäkologen nach dem Selfie gefragt werden? Das ist Entgegner, zeigt sich die Katze auch heute noch fassungslos. Dani Büchners Tochter Joelina Carabas arbeitet jetzt als Kellnerin. Joelina Carabas, 23, hat einen neuen Job. Eigentlich wollte die Tochter von Daniela Büchner, 44, ja in die Fußstapfen ihrer Mutter treten, entschied sich gegen eine normale Ausbildung und arbeitete fleißig an ihrer Karriere als Influencerin. Auf Mallorca, der Wahlheimat der Büchners bzw. Carabas, ließ Joelina ihre 66.000 Follower innen täglich an ihrem Leben teilhaben. Die 23-Jährige konnte sogar schon einige Kooperationen für sich verbuchen. Zusätzlich war Joelina in TV-Formaten wie Shopping Queen zu sehen und sorgte dort für mächtig Aufregung unter den ZuschauerInnen.